Morgen, Mitte Oktober, und ich mache mal eine Herbsttour. Ja, wie gewohnt, Start Nürnberg-Fürth Stadtgrenze. Ich fahre Richtung Ansbach, von Ansbach Schöllingfest. Ja, da ist mein erster Campingspot heute, und morgen fahre ich dann den Wörnitz-Radweg. Ja, von Schöllingfest bis Donauwörth, also Wörnitz, oder Wörnitz mündet in der Donau. Die Tour soll so um die 4 Tage dauern. Und ja, von Donauwörth fahre ich dann Amper-Altmühl-Radweg, also Richtung Altmühl bis Treuchtlingen. Von Treuchtlingen Weißenburg, Bleienfeld, Brombachsee und Brombachsee wieder Nürnberg. Stadtgrenze. Ja, okay. Packen wir's. Auf geht's. So, ich befinde mich jetzt im Bruchberg und auf dem Markgrafenradweg Richtung Ansbach, circa 13 Kilometer. Die ersten 35 Kilometer habe ich jetzt hinter mir und habe hier mitten in der Natur habe ich Bank entdeckt, und jetzt mache ich Pause, also nicht lang, und dann gemütlich weiter radeln Richtung Ansbach. Ja, laut meinem GPX-Profil, ich habe so 4 Hügeln zu bewältigen, und oft, wenn ich auf 4 Hügel komme, bin ich auf dem heutigen Ziel. Ja, das ist Schöllingfest. Genau. Ich habe mir so eingeteilt, also heute ist Mittwoch, dass ich Samstag Nachmittag ja, zu Hause bin und so von Camping bis zu Camping, also hat sich richtig gut ergeben. Schöllingfest, dann der Egelstetten, ja, hinter der Donauwörth, und dann ja, von Egelstetten zurück. Kurzstück Donauradweg, Amper Altmühl habe ich schon erwähnt, an der Altmühl, von der Altmühl Treuchtlingen bis Brombachsee, ja, Weißenburg Brombachsee, da ist auch Camping, die sind noch offen bis, glaube ich, Ende Oktober oder Mitte November sowas. Ja, und dann von dahin habe ich noch dann so 70, 80 Kilometer und bin dann Samstag Nachmittag daheim. Kurze steile Rampe. Ja, das kriege ich schon hin. Fast oben. Ja, und dann kommen noch 3 auf mich zu heute. Oh. So, jetzt bin ich oben. Ja, irgendwo aus dem Tal unten kam ich hoch. Kurz vor Ansbach, und der Radweg verläuft parallel an der Bundesstraße. Naja, es ist ein bisschen weniger los als heute früh, wo ich losgefahren bin. Und der erste Hügel habe ich hinter mir. So, jetzt geht's bergab.
Na, Hansbach. So, ich fahre jetzt an der Fränkischen Rezat ein Stücklein lang. So, Ansbach habe ich jetzt hinter mir. Endlich die ganzen Baustellen und Verkehr, ja. Aber ich fahre immer noch an der Bundesstraße entlang. Was für eine, keine Ahnung. Und es geht gleich bergauf. Hier unter den A6 durch. Also hier an der Tankstelle hinter mir habe ich meine Mittagspause gemacht und jetzt fahre ich weiter Richtung Schillingsfürst. Ortschaft Aurach. Dritter Hügel steht vor mir. Ja, der ist auch so lang. Oder der zieht sich lang. Aber machbar. We'll be right back.
Ich befinde mich wieder mal auf romantischer Straße von Main zu den Alpen. Aber ich fahre jetzt Stückle nordwärts und dann am Morgen, wie gesagt, werden jetzt Richtung Süden. Da werde ich mal wieder wie Romantiker nach Hause kommen. Ne? Absoluter Romantiker. Wiesentweg, ja. Ich darf nicht verwechseln mit Wiesent, weil Wiesent ist in der fränkischen Schweiz. Okay, fahren wir mal an der romantischen Straße. Auf geht's. Dombühl Rathaus. Ungefähr noch 5 Kilometer bis mein heutiges Ziel. Ja. Jetzt mache ich noch ein Päuschen. Ja, trinke ich mal was. Und dann geht's gemütlich zu dem Camping Frankenhöhe. Schilling fast 4 Kilometer. Und hier ist die letzte Steigung für heute. Ja, jetzt geht leicht bergab und dann habe ich noch mal eine Steigung. Ja, und dann habe ich mein Ziel erreicht. Camping! Ziel erreicht. Also kurz vor 3 habe mein Ziel erreicht, aber die Rezeption macht erst um 15 Uhr auf, also zwischen 13 und 15 Uhr ist geschlossen. Ja, jetzt hocke mich hier nur auf der Bank und warte noch ein wenig. Ja, mal sehen. Ich habe geschaut laut Internet, also die haben ein ganzes Jahr offen. Dann werden sie auch bestimmt einen Platz für mich frei haben. So, mein Lager ist aufgebaut. Ich habe mir gemütlich gemacht. Ja. Ja, jetzt werde ich duschen gehen und dann mache ich mir was zum Essen und werde ich Tag so schön ausklingen lassen. Also, Bier habe ich auch bekommen. Privatbrauerei. Also, habe schon probiert. Ausgezeichnet. Zum Abendessen. Schinkennudeln, Pfanne und ich verfeine das noch mit Cabanossi. Alles in der Pfanne. Kurz anbraten, ja, und dann die Schinkennudelpfanne rein. Ganz einfach, aber gut. Mein Abendessen ist fertig. Guten. Ja, von Abba, Schokolade.
Colin von der Trommel, I know there's something coming on. Für uns gut. Aber ich habe Zwiebel und Knoblauch vergessen mitzunehmen. Das hat gut getan. Gute Abendessen, gutes Bier. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Schönes Herbstwetter. Einfach genießen die 4 Tage, die ich auf der Tour bin. Machen wir Schluss für heute. Es ist 19 Uhr. Es langsam oder wird es langsam dunkel. Ja, zum Glück habe ich hier unter dem Pavillon Beleuchtung. Was ich gut finde, 2 Steckdosen, dann kann ich meine Geräte aufladen. Ja, also richtig gut. 10 Euro für Camping, 2 Euro für WLAN, 12 Stunden und 2 Bier, also Gesamtpreis 15 Euro, also jeweils 1,50 pro Flasche Bier. Ja, 15 Euro für alles. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Richtig gut. Und außerdem, hier hinten auf dem Camping bin ganz allein und da vorne sind irgendwelche paar Leute jetzt angekommen mit so Wohnmobils. Ja, und sind auf 2, 3 Dauercamper. Das ist alles. Ja, ansonsten total ruhig. Okay, wir sehen uns morgen. Gute Nacht.